wie man mit OBS am besten streamt. Und ja, allerdings sind alle schon relativ alt und nicht so wirklich gut erklärt, meiner Meinung nach. Und ja, deswegen mache ich einfach auch mal ein Video dazu, weil ich wurde halt öfters mal gefragt im Stream, wie machst du das mit dem Musikeinblenden, wie wird das gemacht, dass das alles synchron ist. Weil ich stream halt über Xbox, also hab ne Xbox und streame halt mit Elgato und so weiter. Und ja, bei den meisten ist es asynchron, das war dafür zu, werde ich halt gleich noch alles kommen. Ich werde auch noch zeigen in diesem Tutorial, wie man einen Follower-Alert einbaut, so wie man die Musiktitel einblendet. Und ja, würde ich sagen, fangen wir einfach direkt mal ein mit den Einstellungen. Ihr drückt einfach auf Einstellungen, dann hier die Einstellungen, ganz normal. Die Sprache auf Deutsch, hier könnt ihr den Titel einfügen, ich kann das jetzt gerade nicht, weil ich damit hier am Aufnehmen bin. Mit Open Broadcaster ist auch eine sehr coole Funktion. Dann geht einfach Codierung. Ich benutze hier den X264er Encoder, weil mit würde ich den Nvidia, finde ich halt nicht so gut, weil das noch nicht so optimiert ist. Ist halt noch nicht so lange die Funktion da, dass man halt über die Grafikkarte streamt. Die Qualität ist dann nicht so gut, wie wenn man über den X264er Encoders macht. Und ja, deswegen benutze ich den halt einfach. Würde ich halt auch vielen jedem empfehlen. Dann benutze ich konstante Bitrate. Macht hier ein Häkchen rein, so wie benutze CB Air Padding. Ich kann jetzt ehrlich nicht so genau erklären, warum. Allerdings könnt ihr hier halt auch die Qualität einstellen. Zwischen 8 und 10 würde ich am besten machen. Allerdings regelt, wenn man das reinmacht, regelt ihr das halt von alleine. Die Qualität und so weiter. Und es schwankt halt der Upload nicht. Das kann halt im Game zu Sekundenlags führen und so weiter. Benutzerdefinierte Puffergröße könnt ihr aktivieren. Dann würde ich, falls ihr das aktivieren wollt, zwischen 500 Kilobytes Unterschied machen. Zum Beispiel, das ist die maximale Bitrate. Dann würde ich das hier auf so auf maximal 3000 stellen. Allerhöchstens. Ich mache das aus Prinzip raus. Und ja, kommen wir einfach direkt zu den Audioeinstellungen. Ah ja, hier noch zu der maximalen Bitrate. Am besten nehmt ihr halt die Hälfte von eurem Upload. Denn wenn man zum Beispiel nur 2 Upload hat, wäre es dann halt verkehrt, wenn man auf 1,9 streamt und dann halt nur Mbits fürs Spiel hat. Dafür geht das Ping extrem hoch. Und zum Beispiel in FPS-Spielen wie Counter-Strike Call of Duty merkt man das halt schon extrem krass, wenn der Ping sehr hoch ist. Dann hat man halt einen Nachteil gegenüber anderen Leuten, die halt einen 40er Ping haben, 20er Ping, whatever. Und ja, 3500 ist das höchste, wenn man bei Twitch streamen möchte. Das wären halt 1080p, wenn man 3500 Upload benutzt, wenn man halt zum Beispiel einen 10er, 20er Upload hat, kann man halt in 3500 Mbits streamen. Allerdings können das halt manche nicht gucken, wenn man nicht gepartnert ist mit Twitch, da man dann die Qualität nicht einstellen kann und Leute, die dann zum Beispiel nur eine 5K-Leitung haben oder so, laggt es dann halt. Und dann deswegen macht man am Anfang ein bisschen tiefer, dann können es mehr Leute schauen, wenn man dann irgendwann mal größer ist, falls man aktiv streamt, kann man dann halt immer noch die Bitrate höher stellen. Muss man auf jeden Fall mal schauen. Ist wie mit 2500, weil das können halt relativ viele schauen und es wären halt 720p. Und ja, Audio. Na, ganz normal AAC, weil MP3, keine Ahnung. Dann Format 48 kHz, ist die Qualität noch ein bisschen höher, als wenn man 44,1 kHz macht. Kann man auf jeden Fall machen. Bessere Qualität. Die Bitrate von dem habe ich auf 128. Ich würde halt nicht empfehlen auf 48 oder 96. Das sind halt so, da fängt es an zu rauschen, keine gute Qualität, man versteht nicht so gut Sachen. Bei 160, 192 wäre halt schon, müsste ich halt ein besseres Headset für haben. Ich habe halt nur ein ganz normales Headset, kein Standmikrofon oder so weiter. 256 oder 320 ist halt unnötig, da man dann keine verbesserte Qualität mehr hört. 128 ist glaube ich auch Standard von und so weiter. Denn wenn man hier auch höhere Bitrate macht, braucht man halt dann auch hier eine höhere Bitrate, weil der Audio ist dann in einer höheren Qualität und dann braucht man halt höhere Qualität, um das anzuschauen. Hier bei Kanal auf Stereo, weil Mono wäre dann halt, wenn man das nur auf einem Ohr hört und das wäre halt nicht so gut. Ich möchte das jetzt nicht speichern, ihr drückt natürlich auf Speichern. Hier gehen wir im Modus, wenn ihr nur aufnehmen möchtet, dann halt nur auf Dateiausgabe. Ihr macht am besten, je nachdem worüber ihr streamt, zum Beispiel Hitbox, Twitch, ich stream über Twitch, drückt hier euren Twitch aus, über welchen Server ihr streamen wollt, zum Beispiel ich streame über Amsterdam, weil Frankfurt hin und wieder mal Probleme hat und so weiter, habe ich keine guten Erfahrungen mitgemacht. Allerdings würde ich es halt jedem empfehlen, der näher an Frankfurt als in Amsterdam wohnt. Ich wohne halt nicht weit von Amsterdam, ich wohne auch nicht weit von Frankfurt entfernt, deswegen nehme ich einfach hier Amsterdam. Den
gleich auf Twitch gehen. Ich habe jetzt zwei Monitor, deswegen nicht wundern. Geht ihr hier auf Dashboard. Wenn ihr auf Twitch seid, müsst ihr euch natürlich einloggen. Dann geht ihr auf Stream-Schlüssel. Ich nehme mal das Fenster jetzt. Oh. Oder man nimmt das Fenster nicht auf. Dann geht ihr hier auf Schlüssel anzeigen. Und dann kopiert ihr den Schlüssel einfach auf Kopieren. Und fügt ihn jetzt hier einfach ein. Das ist halt euer Stream-Key. Darüber kann jeder streamen, wenn jeder einer den Key hat. Darüber könnt ihr halt, können alle streamen. Auto-Reconnect einfach aktiviert, falls mal zum Beispiel der Router neu startet oder so. Dann reconnectet er und fängt halt von alleine an zu streamen. Hier ein Minimiere Netzwerklast habe ich deaktiviert, weil das brauche ich nicht. Ich habe eine sehr gute Leitung, daher passt das. Stream automatisch als Dateispeichern habe ich aktiviert. Zum Beispiel, wenn mal was Lustiges passiert oder so, kann man das dann halt rausschneiden. Klar, Twitch kann man auch aktivieren, dass er das macht. Allerdings finde ich das dann, wenn man das so macht, einfach angenehmer, weil dann muss man das nicht erst bei Twitch runterladen und so weiter und so fort. Hier könnt ihr eure, wenn ihr das aktiviert, könnt ihr das dann hier speichern, wo das bei euch hin soll. Ich habe das jetzt einfach nur nach Stream gemacht. Könnt ihr natürlich benennen, wie ihr wollt. Und hier, wenn ihr einen Puffer macht, kommen wir gleich zu, macht ihr hier den Replay-Puffer hin. Halt, ist halt auch Quatsch. Ist halt immer nur ganz kleine Dateien. Dann geht ihr rüber auf Video. Hier ist meine Grafikkarte ausgewählt. Die benutzerdefinierte Basisauflösung würde ich immer 1080p machen. Das ist halt der als angenehmste, ist halt die gängigste, weil fast alle haben einen 16:9 Monitor. Und ich glaube, mittlerweile gibt es auch keine kleineren mehr zu kaufen. Halt die 1080p unterstützen, meine ich jetzt nicht, keine kleineren mehr. Einfach benutzerdefiniert, weil ich habe halt mehrere Monitore, könnte ich dann halt jetzt hier auch zwischen zwei auswählen. Allerdings bleibe ich halt benutzerdefiniert. Okay, jetzt muss ich das hier wieder reinschreiben. Und ja, hier könnt ihr herunterskalieren, wenn ihr zum Beispiel 2500 Bitrate streamt, wie hier bei Codierung angezeigt eben, würde ich halt 720p empfehlen. Oder halt, je nachdem, falls euer Rechner das nicht so gut packt, dann auf 480p, dann skaliert ihr das halt runter und dann wird halt die Qualität schlechter und ja. Dann bei Filter. Am besten nehmt ihr immer Langsos oder wie man das auch mal aussprechen möchte, beste Details 36 Sample. Dann bearbeitet ihr das am besten. Ist halt sehr schöner, ist halt schöner anzuschauen, ist halt bessere Qualität. FPS, normalerweise streame ich in 60, allerdings nehme ich halt jetzt nur in 30 auf, weil ein Tutorial in 60 FPS anzuschauen, unnötig. Ja, ganz einfach, ist unnötig. Aero-Oberfläche beim Start deaktivieren. Das würde ich auf jeden Fall allen Leuten empfehlen, weil diese Aero-Oberfläche, okay, von mir ist das, bei mir ist das jetzt von Grund aus deaktiviert, allerdings habe ich das jetzt trotzdem nochmal eingeschaltet, weil es halt echt sehr viel CPU wegnimmt, wenn man diese Aero hat. Und das ist halt einfach nur hier unten dieses Design. Und das braucht man halt nicht unbedingt. Also am besten Häkchen reinmachen. Ist halt das Beste. Und ja. Ihr drückt natürlich auf Ja. Ich habe jetzt, glaube ich, auch hier auf Ja gedrückt. Allerdings ist das halt egal. Hier Desktop-Audio-Gerät. Am besten immer das Headset auswählen, weil wenn ihr zum Beispiel in Teamspeak seid, Skype, irgendjemandem am Reden seid, kann man die Leute dann auch im Stream hören. Das ist dann halt immer ein bisschen besser, als wenn man dann denkt, dass der Selbstgespräche führt und irgendwie behindert ist oder sowas. Hier das Mikrofon auswählen, worüber ihr redet. Zum Beispiel ist das jetzt bei mir einfach ganz normales USB-Headset. Deswegen USB-PNP-Sound-Device. Und ja, hier würde ich nichts einstellen. Push-to-Talk, 200 Millisekunden, Multiplikator. Dann würde der das halt alles, wenn ich jetzt hier 3 reinschreiben würde, würde der alles um das Dreifache lauter machen. Völliger Quatsch, könnt ihr auch anders einstellen. Hotkeys habe ich halt nur Mikrofon Mute, das reicht. Braucht man eigentlich nicht, kann man auch einfach hier bei dem auf das draufdrücken, dann wird das Headset auch muten, Mikrofon meine ich. Hier, Prozessor Priorität habe ich auf hoch, weil wenn zum Beispiel irgendwas im Spiel oder so weiter viel CPU braucht, dann hat das trotzdem eine höhere Prozessor-Priorität und das Spiel würde dann anfangen zu laggen statt das Programm und deswegen, ja. Die Szenenpufferzeit habe ich auf 2000 Millisekunden, nicht 2500, weil wenn ich zum Beispiel die Elgato nehmen würde, ja, die hat halt einen Delay von 1,5 Sekunden, das wären halt 1500 Millisekunden, oder? Ja. Und ja, deswegen habe ich 2000 Millisekunden, das heißt, er speichert erst 2000 Millisekunden ab
Und das macht er dann halt synchron mit der Elgato und dann lädt er das halt erst auf Twitch und streamt das halt. Am besten macht ihr die Häkchen auch genauso wie ich, halt erlaube 61-120 Bildern pro Sekunde. Ja, hier, wenn ihr mit, okay, kommen wir erstmal zu x264 CPU-Voreinstellungen. Desto niedriger, desto höhere Qualität hat man, desto mehr muss allerdings auch die CPU auslasten. Zum Beispiel, ich habe jetzt hier Medium, das geht vollkommen klar. Ich kann jetzt das hier auch kurz zeigen. Ich habe jetzt hier trotzdem gerade mal 20 FPS Auslastung. Allerdings, wenn man streamt, ist die natürlich bei ungefähr bei mir bei 50%. Ja, das heißt, ich habe halt einen sehr starken CPU, habe halt eine i7 4770K auf 4,5 GHz übertaktet, weil ich habe halt dann noch eine Wasserkühlung und so weiter an meinem PC. Ist halt alles sehr gut in meinem PC verbaut. Und ich würde halt empfehlen für Leute, die zum Beispiel nur einen i5, i3 AMD Prozessor haben, auf Very Fast zu stellen. Das geht auf jeden Fall voll klar. Und ja, dann ist der Prozessor halt nicht so beeinträchtigt. Wenn man zum Beispiel am PC Spiele spielt, dann hier Encoding-Profil auf Main. Alles klar. Faktor zur Latenz. Latenz Anpassung 20. Ich glaube, das ist auch normal. Wenn ihr jetzt über Elgato streamt, ich habe das jetzt ja nur eine Monitoraufnahme, müsst ihr hier 1,500 reinschreiben, weil dann verschiebt der halt euer Audio auf 1,5, also 1500 Millisekunden. Das heißt, die Elgato hat ja, die läuft ja 1,5 Sekunden zurück. Also bei der Xbox ist ja schon alles 1,5 Sekunden vergangen, wo euer PC das wahrnimmt. Dann stellt ihr hier das auf 1500 Millisekunden, wenn ihr über Elgato oder andere Capture Cards streamt, weil die haben alle so ein Delay. Außer die Avid Media Live, da könnt ihr das einfach so lassen. Dann geht hier, ja, das war es jetzt auch einfach zu den Einstellungen schon. Auf 1500 Millisekunden, wenn ihr über Elgato streamt, wenn ihr über PC, irgendein Spiel über PC streamt, macht ihr das nicht. Dann lasst ihr einfach bei 0. Okay, das wären jetzt die Einstellungen gewesen. Wenn ihr eure Elgato oder sonst was hinzufügen wollt, macht ihr einen Rechtsklick bei Quellen, dann auf Videogeräte, wenn ihr ein Video da hinzufügen möchtet. Bei mir wäre es jetzt die Elgato Game Capture HD. Die Lautstärke macht ihr so auf 30%. Das ist dann halt sehr angenehm im Stream. Ich habe jetzt 31%, weil ich zu scheiße bin, auf 30 zu gehen. Und hier bei Audio-Sync-Versatz macht ihr minus 1500, weil, wie gesagt, Elgato läuft halt 1,5 Sekunden vor. Und damit das halt nicht asynchron wird. Hier macht ihr das, aktiviert ihr, und wenn ihr halt in 720p streamt, macht ihr dann natürlich 720p rein. Und am besten lasst ihr das auch bei 720p. Ich streame normalerweise in 1080p und ja, deswegen lasse ich jetzt 1080p drin. Dann, das war's eigentlich schon quasi mit den Elgato-Einstellungen. Ich werde jetzt hier einfach aktivieren, damit ihr sehen könnt, dass das auch funktioniert. Ich habe jetzt hier die Xbox aktiviert, extra angemacht dafür. Ich bin jetzt gerade im Black Ops 2, also hier halt meine Stats gerade. Und ja, das war's dann. Ich aktiviere das jetzt nochmal, damit ihr das halt auch sehen könnt. Ich muss einfach das Häkchen hier reinmachen und wieder rausmachen. Dann startet halt auch quasi Elgato neu. Ich lösche das Element jetzt wieder. Das lasst ihr natürlich drin. Wenn ihr zum Beispiel jetzt ein alle Eier wie noch am Rande, ich benutze jetzt hier externe Programme. Alle Links dafür sind natürlich unten in der Beschreibung, zum Beispiel wie man Musik einblendet. Das heißt, das Programm SMG ist sogar nur eine Beta-Version davon. Ich verschiebe das jetzt mal ein bisschen an die Seite, damit ich halt sehen kann, ob das noch flüssig läuft und so weiter. Ihr geht jetzt hier auf smg.exe. Ihr müsst es einfach herunterladen und dann mit WinRAR oder 7-Zip, Entschuldigung, extrahieren. Ihr habt ihr halt diesen Ordner, dann geht ihr auf smg.exe. Ich habe jetzt hier gerade im Hintergrund Spotify Playlist aktiviert. Hier könnt ihr zwischen eurem Media Player auswählen. Ob ihr VLC Media Player habt, Zune, Media Monkey, Ozu, ist zum Beispiel ein Spiel. Winamp, iTunes, gibt's halt echt alles. YouTube, Media Player, Windows Media Live, Windows Media Player, Spotify und so weiter. Ich habe jetzt Spotify Playlist aktiviert, weil ich finde es halt am einfachsten mit Spotify. Gibt's halt viele verschiedene Songs, viele Abwicklungen und so weiter. Wenn ihr das gemacht habt, drückt ihr einfach auf Start, dann geht ihr in euren OBS rein, macht Rechtsklick, hinzufügen, ein Textdokument. Dann könnt ihr es einfach benennen oder einfach auf OK drücken, nutze Text aus Datei, durchsuchen. Okay, ich bin jetzt hier angekommen schon direkt, weil, ja, egal wo ihr dann seid, zum Beispiel seid ihr jetzt hier bei Musik, Beispiel, Videos, geht dann auf da, wo ihr euren Ordner gespeichert habt, geht in den Ordner rein, SMG,
SMG163 Beta und drückt auf den Song Sorensong.txt. Dann drückt ihr einfach auf Öffnen und auf OK. Okay, kann man jetzt etwas schlechter sehen. Allerdings hat er direkt den Song eingeblendet. Drückt dann halt auf Szene bearbeiten. Dann könnt ihr die halt bearbeiten, größer machen, kleiner machen. Könnt ihr halt überall hin verschieben und so weiter. Mit den Pfeiltasten könnt ihr das dann natürlich auch präzise machen auf eurer Tastatur, wenn ihr das zum Beispiel in einen Overlay reinmachen möchtet. Und ja, ich deaktiviere das jetzt, weil es stört halt nur. Dann machen wir direkt weiter, falls, also, das war jetzt wie Musik hinzufügt, zum Beispiel habe ich noch ein Overlay. Wenn ihr zum Beispiel, geht ihr einfach auf Bild, okay, dann sucht ihr euer Bild. Müsst jetzt hier nicht lachen wegen dem Hintergrund. Ich habe dann zum Beispiel eine Dia-Show, das heißt, jede Farbe wird dann halt einmal gezeigt. Ich nehme jetzt einfach mal das Lilane. Drückt ihr einfach auf OK und dann habt ihr halt zum Beispiel jetzt hier unten. Ihr müsst es halt immer nach oben bewegen, damit das halt nicht ausgeblendet wird. Ihr könnt dann halt, normalerweise würde ich das jetzt kleiner machen, allerdings wird das halt zu viel Zeit dauern. Habt ihr das halt hier drin. Dann deaktiviere ich einfach beides nochmal. Und ja, wenn ihr ein Follow Alert macht, gebt ihr einfach bei Google ein oder einfach Link in der Beschreibung Follow Alert. Dann findet ihr NightDev Follow Alert, Install for OBS, installiert das Ganze einfach. Einfach auf Download. Ich downloade es jetzt einfach auch nochmal, um das zu zeigen. Je nachdem, wie gut euer Internet ist oder wie schlecht euer Internet ist. Zu dem SMG-Programm kann ich noch sagen, müsst ihr halt immer offen lassen. Je nachdem, wie gut euer Internet ist, geht es halt schneller oder langsamer. Ich werde jetzt einfach mal einen Cut machen. So, da sind wir wieder. Ich habe das jetzt einfach schon mal geöffnet. Ihr müsst einfach Rechtsklick drauf machen. Halt entpacken. Mit WinRAR oder 7-Zip. Ich denke mal, jeder weiß, wie das geht. Ihr geht dann einfach, wenn ihr es geöffnet habt, auf CLR Browser 4 Repack. Auf CLR Browser 4. Je nachdem, was für ein Bit-System ihr habt, das findet ihr einfach ganz leicht heraus mit Start, Computer, Rechtsklick auf Eigenschaften. Ich weiß auch nicht, wie viel ich es hier zeigen kann. So, das war's ja auch schon. Hier steht dann halt Betriebssystem. Ich habe jetzt eine 64-Bit-Version. Allerdings ist halt Elgato nicht in 64-Bit mit OBS verfügbar. Deswegen nehme ich jetzt einfach mal x64er-Funktion. Ihr kopiert euch hier beides. Rechtsklick, kopieren. Geht dann auf Start, Computer, Datenträger C, auf Programme. Geht dann auf OBS. Sorry, wenn ich das jetzt hier ein bisschen schnell mache. Allerdings ist das halt nicht so schwer. Hier ist euer CLR Host Plugin. Drückt ihr einfach auf rein. Und dann kopiert ihr hier die Sachen. Oh, ich hab's aussehen aktualisiert. Kopiert ihr diese beiden Sachen. Dann fügt ihr die hier halt ein. Mit Rechtsklick halt erst diese Sachen hier einfügen. Dann geht ihr hier ein zurück. Geht ihr ein zurück. Und fügt das hier ein. Ich habe das ja schon gemacht. Ich verschiebe das jetzt nicht, weil ihr müsst das halt nur machen. Dann habt ihr das schon mal. Den ersten Step erfolgreich beendet. Dann könnt ihr das beides wieder schließen. Dann geht ihr wieder auf euren Browser. Ich habe das jetzt hier nochmal geschlossen eben. Dann, wenn ihr es gedownloadet habt, geht ihr auf den Next Step. Hier gebt ihr euren Twitch-Username ein. Bei mir wäre es jetzt imFanatics. Das funktioniert halt mit allen. Hier könnt ihr zum Beispiel euren eigenen Schriftzug auswählen. Zum Beispiel habe ich mir jetzt hier einen erstellt. Oder wir machen jetzt das einfach beispielsweise so. Wird das halt so aussehen. Wenn ihr es halt untereinander macht, wird es halt so aussehen. Hier könnt ihr die Farbe noch auswählen. Nehmen jetzt einfach mal schwarz. Hier den Sound. Wählt ihr hier einfach einen Sound aus mit OGG-Format. Ja, sorry, ich musste gerade auch noch einen Cut machen, weil gerade hat jemand gestört. Wählt ihr einfach eine Datei aus, drückt dann auf Next Step. Dann bekommt ihr hier so einen Link. Diesen Link braucht ihr. Dann gehen wir wieder in OBS rein, macht Rechtsklick drauf auf Hinzufügen. Dann habt ihr hier so ein neues Fenster hinzubekommen, CLR Browser. Drückt dann auf OK. Diesen Link müsst ihr jetzt hier komplett kopieren. Ich mache das jetzt hier mit STGC oder halt Rechtsklick kopieren. Dann macht ihr das hier weg und fügt das hier ein. Hier auf die Höhe 580 und 110 müsst ihr das stellen. 580, 110.
Test macht. Preview gleich True und dann auf OK drückt. Seht ihr jetzt hier, kommt halt so ein Test-User. Ja, so wird das dann halt aussehen. Dann könnt ihr das halt wie gehabt kleiner machen, verschieben, wo es ihr haben wollt. Das geht dann halt nach ein paar Sekunden wieder weg. Das war's auch schon mit diesem Step. Könnt ihr halt Next drücken, Next und Close. Und das war's auch schon wieder mit dem Follow Alert. Ist sehr einfach. Entschuldigung, musste gerade aufstoßen. Und ja, wie ihr einen eigenen Mod, einen eigenen Bot erstellt mit Modbot, werde ich euch in einem anderen Video zeigen in Part 2. Wenn ihr das sehen wollt, könnt ihr das in die Kommentare schreiben. Dann werde ich dazu noch ein Video machen. Ich hoffe, ihr habt jetzt alles soweit verstanden. Bei Fragen einfach in die Kommentare schreiben, werde ich alles dafür beantworten. Und ja, damit würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao, ciao.